Und damit, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde hier bei eurem Retro-Julie. Und willkommen zu einem brandneuen Projekt. Ihr seht es hier schon, zu Super Mario Bros. Wonder. Ja, endlich ein neuer Mario 2D-Plattformer hier auf der Switch. Haben sie ja bei der Direct angekündigt und es sah schon mal sehr, sehr anders aus, würde ich mal meinen. Der Grafikstil ist sehr, sehr... Ja, wie soll ich das sagen? Muss man sich aber dran gewöhnen. Auf jeden Fall, es sieht mehr so... Ja, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall ein anderer Mario-Stil. Mario sieht auf jeden Fall anders aus. Die Characters haben ein bisschen andere Form, sag ich mal. Aber es sah sehr, sehr interessant aus. Vor allem gibt es sehr, sehr weirde Items und so, habt ihr schon gesehen. Gerade herausgestochen hat natürlich dieser, den er da links seht, dieser Elefant da. Das ist ein Elefanten-Item. Das sticht natürlich komplett heraus. Das hat viele überrascht und viele gewundert, was ist das denn jetzt? Mario ist Benjamin Blümchen, confirmed, aber naja, aber lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall haben sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Es gibt natürlich einige andere Items noch, wie das Seifenblasen-Item und der Bohrer. Den Bohrer kennt man, glaube ich, noch von Super Mario Galaxy, wenn mich jetzt nicht täusche. Das ist jetzt nicht ganz so neu, aber auf jeden Fall viele, viele neue Elemente sind in diesem Spiel enthalten. Es soll auch ziemlich schwierig sein, habe ich gehört. Es soll kein leichtes Mario sein. Ob es jetzt an Super Mario 3D World drankommt, was als schwerstes Mario gilt, würde ich mal meinen. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, ich will jetzt reinstarten. Ich bin schon mega gehypt. Wir haben es jetzt, glaube ich, ich spiele schon relativ früh. Ich werde es Mittwoch hochladen. Wir haben es jetzt Anfang der Woche. Ich habe es schon bekommen. Egal. Auf jeden Fall, vielleicht kann ich es ja vor Release noch bringen. Ich denke mal so, wenn ihr es jetzt schaut, wird es Mittwoch sein. Der 18.10. Also schaltet gerne rein, wenn ihr das Spiel relativ früh sehen wollt. Ansonsten starten wir jetzt endlich rein. Ich will sehen, wie es ist. Gucken wir mal, ob sie ja die Erwartung erfüllt. So. Mein Profil nehmen wir natürlich, ich habe es gesehen. Joe und Susie haben natürlich auch noch nicht angefangen. Es geht bis zu 4 Spielern. Das wird ein Einzel-Let's Play, diesmal ohne Susie. Susie hat schon bei Donkey Kong Tropical Freeze genug gelitten. Gönnen wir ihr mal eine Pause. Jetzt starten wir mit ich alleine hier, also Super Mario Bros. Wonder. So, es gibt einige Charaktere, wie ihr seht. Es gibt standardmäßig Mario, Luigi, Peach, Daisy, den gelben Toad, den blauen Toad, Toadette, den grünen Yoshi, den roten Yoshi, den gelben Yoshi, den hellblauen Yoshi und Mopsy. Wobei die Yoshis und Mopsy, ihr seht hier unten diesen kleinen Hinweis, könnt keinen Schaden nehmen, aber auch keine Power-Ups einsammeln. Also sozusagen, das sind die Charakter für diejenigen, die jetzt nicht so oft Videospiele spielen, die jetzt nicht so im Jump'n'Run-Game mit drin sind, die können diese hier wählen, um auch dieses Spiel relativ entspannt durchspielen zu können. Finde ich eine coole Idee, wie die jetzt nicht so viel Skill haben, die jetzt nicht irgendwelche Mario Bros. Sind, haben somit auch entspannt die Möglichkeit, das Spiel auch zu erleben, ohne hier großartig in Stress zu kommen. Aber wir nehmen natürlich die Charaktere, die auf der linken Seite hier sind, und ich würde mal sagen, ich starte einfach mal mit standardmäßig mit Mario. It's a me. Genau, ihr habt es gehört, vielleicht weiß nicht, ob man es hören kann. Mario hat schon mal hier zum ersten Mal seine neue Stimme. Denn der gute Charles Martinet macht ja leider nicht mehr den Mario sprechen. Es gibt einen neuen Mario-Sprecher, den Namen weiß ich jetzt nicht, kann ich euch nicht sagen. Aber von den ersten Eindrücken her, da muss man schon genau hinhören, um da wirklich einen Unterschied zu hören. Also ich erkenne da nicht wirklich viel was. Vielleicht von der Stimmhöhe, vielleicht Stimmfarbe, vielleicht anders. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also man kann sich da auch dran gewöhnen. Charles Martinet bleibt natürlich eine Legende, der Mario geprägt hat. Aber naja, der kann jetzt nicht den anderen irgendwas... der macht das genauso gut, denke ich mal. Aber wir starten jetzt endlich ein. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Oh, jetzt starten wir hier in so einer Art... Hey, ich, toll. Hi, grüß dich. Ja, die Blumen, die habe ich schon im Trailer gesehen, die hier viel quatscht, sag ich mal. So, was können wir? Mal springen.
Na, kann ich glaube ich noch nicht. Ja. Kann ich auch einen Brunnen drauf, ja. Zeit für das Spaß. Na, wow, für Spaß im Mut haben. So. Ey, ist Luigi? Luigi, kommst du mit? Ah, hier irgendwie ein Notenbatsch. Wer ist das hier? Den kenne ich nicht, wie der heißt. Der gelbe Toad und Peach. Und Yoshi und der blaue Toad. Ja, so viele Besucher heute. Na, kommt ihr? Ab geht's. Da hinten ist das Schloss von Prinz Florian, Super Mario Bros. Wonder! So, jetzt kommt ein Intro. Ja. Und dort ist Prinz Florian, diese kleine Raupe hier. Oh, da war Kamek. Was heißt das denn schon wieder jetzt? Das bedeutet nichts Gutes hier. Und Kamek ist das Bowser natürlich nicht weit. Er hat es wahrscheinlich auf die Blume abgesehen. Genau. Bowser verwandelt sich mit Hilfe dieser Blume in eine Art lebendiges Bowser-Schloss oder sowas. Und sehr, sehr viele Piranha-Pflanzen. Ja. Diesmal wird mal Peach nicht entführt. Diesmal wird diese Wunderblume entführt, ja. Und er verwendet alles in... ein Gefängnis. Die Häuser verwendet er in ein Gefängnis, okay. Wir müssen wahrscheinlich diese... Diener? Oder so retten? War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er an unser Blumenstoff und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen, gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Aber wir haben ja unser Helden hier. Die Bowser nicht zum ersten Mal besiegt haben. Baby, du möchtest uns helfen? Vielen Dank. Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Ah, okay. Oh, die Yoshis und Mopsi kommen hinterher. Oh, ich hoffe, man kann hier... Ich glaube an dich! Ja. Ich höre dich auch. Ich hoffe, man kann natürlich hier am Level... Könnte ich eigentlich immer mal die Charakter wechseln? Welt 1, Röhren, Felsen, Wiese. Mhm. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Overworld hier. Coole Wiese mit verschiedenen Farben, das gefällt mir schon mal sehr gut. So, jetzt muss ich mir mal umgucken. Was haben wir hier? L? Was können wir hier machen? Ah. Da haben wir so einen kleinen Überblick über die Overworld. Den geht's da hoch. Okay. Man kann halt irgendwelche... Was kann man hier schönes sammeln? Münzen? Lila Münzen? Dann unsere Lebensanzeige und solche... Samen oder so. Solche... Boom-Samen, denke ich mal, ist das. So, was kann man hier gucken? Ich guck mir mal ein bisschen um, so hier kann man Charakter. Kann ich den immer, muss ich den immer hier auswählen? Und kann ich den vor dem Level auch nochmal auswählen? Das wäre interessant zu wissen, ja. Hier kann man das Level auswählen. Abzeichen gibt's auch. Pappaufsteller, was kann man damit machen? Ah, das gibt's also schon mal zusammen. Von jedem Charakter. 1, 2, 3, 4, 5, 12 Pappaufsteller. Ah, da gibt also einiges, 144 Stück, einiges zusammen, ja. Gut, dann starten wir mal. Ist das jetzt schon das erste Level? Ne. Mit dem ersten Level hier. Schwierigkeit 1. Wir kommen im Blumenkönigreich und zwei Samen gibt es hier zusammen wahrscheinlich. So, kann ich mal gucken, ob wir hier. Ne, ich muss aber anscheinend immer vorm Level die Cameron. Also, ich werde aber bei Mario bleiben. Wir können ja immer mal die Charaktere wechseln, aber jetzt spielen wir einfach die erste Welt mit Mario.
So, ist das ein Gegner? Ah, okay. Dann müssen wir der ersten lila Minze. Was für ein schöner Tag. So, guck mal, geh mal auf hier. Guck mal, kann ich durch die Röhre? Wir haben natürlich alles. Das ist geil. Ah, okay. Ah, hier haben wir schon mal unser erstes neues Item. Das Elefanten-Item, so. Was, wir können irgendwie mit unserem Rüssel, genau, schlagen hier. Übelst ausrasten hier. So kann er noch was? Nee, so kann er schlagen. Und Doppelsprung oder was? Nee. Ah, da was Rotes. Ah, ich kann irgendwelche Emoticons hier auswählen. Ja. Aber voll weggeschleudert. Oh, Mario. Haben wir einen Reserveblock? Ja, genau. Das ist sehr schön. Mehr einfach, wir haben uns ja immer nur mit Goombas zu tun haben. Aber ich glaube, diese lila Münzen, die waren. Da gibt es keine bestimmte Anzahl. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, hier ist eine versteckte Röhre. Wir holen aber erstmal oben die Münze. Komm ich da hoch? Ja. Dann gehen wir in die da. Die kann man natürlich aufpassen. Sieht man die natürlich gut, aber man kann ja. Komm mal rein. Was nicht? Das sah mir eher aus wie so ein Secret jetzt, aber man kann nicht. Ne, man kann nicht rein. Auf jeden Fall muss ich ja so zwei so eine Samen irgendwo finden. Ah! Ich kann nicht Wasser, oder? Ah, hier kann ich. Kann ich halten? Ah, hier kann ich das Item nehmen. Okay. Dann guck mal die mit. Ah, Wandsprung kann er auch gut. So. Passt du da überhaupt durch, der Dicke? Ah, gerade so. Aha. Ah, jetzt kommt der erste, die Wunderblume. Ja. Die Wunderblume macht natürlich alles ein ziemlich weird, sag ich mal. Als ob du ja auf irgendwelchen Mitteln bist, ja, das ist. Ah, ich muss da. Musst du sammeln. Ah, die muss ich. Ah, die muss ich in Wasser geben. Ich gebe mir mal ein bisschen Wasser hin. Wie lange bleibt denn das jetzt so? Ey? Muss ich mich jetzt beeilen? Ich weiß halt nicht. Oh! Ich will es doch nicht beeilen, boah, ja. Hey, komm her! Komm her, jo. Okay. Wahrscheinlich muss ich alles sammeln, keine Ahnung. Ne, hier jetzt so. Wundersame halt, na? Erstmal haben wir schon mal. Hey, was war das denn? Zwei Stück gibt's also hier. Aber wir haben noch. Wunderbar. An die Spitze musst du wahrscheinlich auch kommen. Oder was? Ach, im Ziel! Ja, okay. Gut zu wissen. Man kriegt also im. Mitten des Levels und am Ende des Levels kriegst du also einen Wundersamen. Ach, da seht ihr Server nicht so viel nochmal ab, dass sie sehen. 14 Cent, Junge. Prima, Wundersamen werden uns auf unseren Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. So, das haben wir schon mal zu 100% geschafft. Also, ich denke mal, dass nur die zwei Samen sind, die du jetzt sammeln musst. Diese, ich weiß nicht, für irgendwas musst du ja die lilanen Münzen brauchen. Wahrscheinlich für irgendwelche im Shop oder irgendwas. Ich denke mal, die goldenen, also die Münzen wirst du für irgendwelche Items eventuell brauchen und die lilanen für als Sammelgegenstände. Die würde ich jetzt mal meinen. Also ich weiß ja nicht, kann man das irgendwie. Ne, da kann man nichts machen. Ja, da unten sind irgendwelche Herzen, ich weiß nicht, was das ist. Ah, hier kann man.
Achso, jetzt ja, wird immer so ein kleines Bildchen, was da abgeschlossen hat. Das ist natürlich auch sehr cool. Kann man auch als Thumbnail benutzen. Das finde ich auch sehr gut. Guck an. Auf jeden Fall werden wir natürlich das Spiel zu 100% durchspielen. Ihr kennt das von mir. Das machen wir natürlich. Oder je nachdem, was hier zu 100% ist. Da muss ich ja mal gucken. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Level. Piranha Pflanzenparade. Immer noch Schwierigkeit 2. Ich denke mal, die normalen Welten werden dann auf Schwierigkeit 2 sein. Das Schloss oder so. Wenn es Schloss gibt, wird auf, vielleicht auf Schwierigkeit 2 sein. Jetzt ist noch 1. Komme ich da runter? Oder? Da war aber eine Strohre. Könnte ich, oder? Kann ich in die Röhre? Nee. Oh, Feuerblume. Also man muss schon sagen, es sieht schon sehr schön aus. Man muss irgendwie zu dem Hintergrund kommen. Aber ich hätte die jetzt nicht gießen müssen, oder? Oder komme ich mit Marius da? Nee. Muss ja irgendwie zu dem Hintergrund kommen hier. So. So. Da komme ich da später hin, wahrscheinlich die rote. Ja. Da komme ich da hinten raus, oder? Ja, gleich doch. Das ist so cool gemacht, dass du die Hintergründe damit einbeziehen. Also ich nehme alles mit, was ich bekomme. Auch wenn ich. Kann natürlich sein, dass ich bei bestimmten Bereichen ein bestimmtes Item brauche. Oh, das hat mich jetzt. Ich dachte, das tut mich jetzt. Das weiß ich vorher nicht. Warte mal, hier könnte irgendwas. Ne, ja, hätte irgendwas versteckt sein können. Oh ja, ach, das muss ich auch sammeln. So eine Zählermünzen. Sieht man das? Ah, ja, ah, hier ist es doch. Ach doch, da. Das für Spitzen, also wie bei Super Mario Bros. Super Mario 2D World. Also die Spitze der Fahne muss ich bekommen, denn die zwei Samen und drei solche Riesen-Lila-Münzen. Das ist also pro Level die Sammelgegenstände, die ich finde. Also kann man doch dahin kommen. Ja. Wie gesagt, das würde ich sagen. Doch dahin kommen. Ich muss schon sagen, es sieht so sehr, sehr schick aus hier. Also kannst du nichts sagen. Da war der zweite Goldene. Zweite lila Münze. Laufende Pflanzen, irre. Pflanzen sind ganz normal. Wo komme ich da auch hoch? Ah! Ah, mit hinten kannst du noch, oder? Hab ich auch nicht gesehen. Unsichtbare Blocker? Nee, kommst du nicht hin. Aber hier eventuell. Nee, so komme ich nicht. Einfach noch ein Wundersam. Was passiert jetzt? Es passiert. Oh, Sidescroller. Jetzt muss ich auch noch rein. Wahrscheinlich musst du alle lila. Was passiert, man? So, die haben alle. Ach du Scheiße, so. Wie um? So, habt ihr auch schön gesungen, ja. So. Dann passiert ja immer irgendwas anderes mit diesem, mit dieser Wunderblume. Kann auch sein, dass Mario sich in irgendwas verwandelt oder so. Oder dir das Level sich komplett dreht. Das habe ich ja, hat man ja alles schon im Trailer gesehen. Halt, warte mal, oder? Ah! Das
Secret. Aber ich habe ja... Ja, bloß eine Spitze der Fahne muss ich bekommen. Ah, dann muss ich... Ah, jetzt kommt's. Yes, haben wir. Nur wenn da wunderbar steht, dann haben wir das. So. Zweiter Level komplett. Das macht schon mal sehr, sehr fun. Man ist noch relativ leicht. Aber ist ja auch noch der Anfang. Man soll sich ja heranführen, ja. Es wird mal ab Level 4, Welt 4 vielleicht, 3, 4, wird es ein bisschen Schwierigkeit anziehen, denke ich mal. Haben wir noch Schwierigkeit 1? Ich weiß ja nicht, ob es noch Secret Exits hier oder sowas gibt. Ja, das müssen wir alles noch herausfinden. Keine Ahnung. Da lassen wir uns überraschen. Ich sehe jetzt noch 1, 2 und dann kommt der Boss wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob es hier Koopalinge gibt, aber ich glaube eher nicht. Aber schauen wir mal. Nichts wie hinterher. Jetzt müssen wir irgend so ein Vieh verfolgen wahrscheinlich. Irgend so ein, keine Ahnung, Mörder oder sowas. Gucken. Oder ein Biber oder sowas. Der rennt jetzt weg oder was? Nimm mal Elefant oder so. Ach, das ist aber sehr langsam. Aber gut, der haut ja nicht direkt ab. Also ich muss mich jetzt nicht beeilen. Ich muss halt nur aufpassen, damit seine scheiß Nüsse mich in die anderen trifft hier. Ey, Elefanten mögen Nüsse. Du kannst mir ruhig das... Ah! Das Vieh tötet, oh gut. Oh, weg mit dich. Aber warte mal, halt. Ich brauch Wasser. Ja, ich brauch Wasser. Dass ich die Blumen da gießen kann. Na. Oh, 7 Leben. Das finde ich sehr gut, dass wir da mal... Es hat immer Wasser dabei. Komm her, du Sack. Das ist jetzt schon flink, ey. Aber auch Mario als Elefant ist... Der soll ein Arsch. Oh, er stoppt schnell, siehst du? Oh, jetzt hab ich dich aber. Oh, erstmal Koopas. Kann man die wegschießen, oder? Da sammelt die Münzen auch rein. So eine rote Röhre. Oder kann man nur eine rote Röhre. Oh, quetscht er sich durch. Kann man nur eine rote Röhre. Nein, kann er die auch. Ach, glaub, den brauche ich. Oder? Ja. Jetzt komme ich da nicht ran. Ey! Arsch! Oh, haben sie gekriegt. Aber das Item würde ich jetzt da nicht nehmen. Das lohnt sich jetzt nicht. Wissen Sie, ich brauche jetzt Wasser. Ah, ah, hey, komm her. Boah, das ist brutal, Alter, Mario. Einfach zerquetscht. Ah. Oh, ein sehr schöner Hintergrund da. Wie so ein Grand Canyon so ähnlich da gemacht. Also designtechnisch ist das wohl auch sehr, sehr hübsch. Da kommst du nicht weiter, oder? Kannst du auseinandernehmen! Ah, siehst du, ohne Elefant wärst du jetzt da auch nicht durchgekommen. Das haben wir auch. Schieb mal den Koopa weg. So, was passiert jetzt? Ey! Superstern! Weiter, weiter! Oh, Superstern, da man! Weiter, warte! Saubere Arbeit! Oh!
komm her. Yes. So, haben wir den auch schon? Halt, nein, nein, das darf ich nicht gucken. Ey, Scheiße. Scheiße, du warst, der hat das kaputt gemacht. Oh. Mist, der hat mich beeinmissen. Das haben wir natürlich spitzelig. Aber sehe ich das im Startscreen, wo ich die Spitze noch nicht habe? Das müssen wir hoffentlich irgendwo erkennen können. Ah, ne. Ne, kommt gleich. Erkennt man das nicht? Hm. Ich flevel hier? Ah, gut, hier. Kann man es erkennen. Aber was heißt das? Warum, hey, warum habe ich hier? Warum habe ich da so ein Häkchen? Siehst du, ich habe da so noch die Samen, wie so ein Kreis mit einem Häkchen drin. Und das habe ich hier nicht, obwohl ich hier auch alles habe. Hm, das müssen wir irgendwie noch rausbekommen. Aber die Fahne hole ich jetzt am Ende. Immer am Ende des Levels, das schneide ich noch rein. Das mache ich jetzt nicht. Das ist das hier. Oh. Oh, das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein, ja. Ich bin das Blumenschloss, so viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. So, was ist der erste, wer die schafft? Dieser elende Bowser, er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Ah, nehmen wir davon doch eine Propellerblüte, die um ihn zu ihm aufzuschließen. War es schon der erste Welt? Ah, das kennen wir auch. Das war schon der erste? Das ist aber relativ kurz. Nur drei Welten? Oder ist das jetzt oder geht's weiter? Ich bin immer gespannt. Ah, es gibt's mehr. Das war sozusagen mehr oder weniger. Naja, eine Tutorial-Welt oder sowas. Jetzt kommt der erste Richtige, ja. Wo wir auch relativ ein paar Samen sammeln müssen. Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Was ist denn Junior so dabei? Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Oh, gegen Bowser Junior ist der erste Kampf. Oder zählt das jetzt noch zur ersten Welt dazu? Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ah, da brauchen wir jetzt drei Wundersamen. Ah, jetzt weiß ich, wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Sieht man das jetzt? Ui. Hier sieht mir aber noch aus, als ist das die erste Welt. So, machen wir den mal weg hier. Damit haben wir ja kein Problem mit, da wir alle Erde sammeln. Abzeichenhaus der Röhrenfelsenwiese. Das ist doch nur der erste Welt. Na, jetzt gehen wir unser erstes Abzeichen. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Das sind sozusagen die Todsier, die Wölfe der Welt, wenn man so nimmt. Oh, Abzeichen, die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollten sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Ach, da können wir diese verschiedenen Fähigkeiten benutzen. Beziehungsweise hier auf Prinz Florian. Toll, ich wollte immer ja schon eins haben. Vielen Dank. Mit diesen Abzeichen kann ich auf unseren Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen.
Was bringt mir, was macht mir das erste Abzeichen jetzt? Hier drüben! Achso, da muss ich raus. Abzeichen Übungsplatz. Heizschirmmütze. Drücke in der Luft R oder schüttle den Kunden. Das kann ich jetzt nicht machen. Um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen und um deinen Fall zu verlangsamen. Ah, okay. Jetzt muss ich. Drücke einfach die R-Taste in der Luft. Ah, nice. Bis später. Oh, cool. Aber man kann, glaube ich, immer nur ein Abzeichen benutzen. Nicht mehrere. Also. Kann natürlich auch sein, dass man später mehrere. Na, jetzt wäre zwei, glaube ich. Oh, seh dich mal hier oben. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja, Wüstenwelt ist ja meistens Welt 2 in Mario. Aber da ist schon wieder so eine Pflanze, so eine der widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen noch mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Nee, wie es scheint, oder? Scheint, ach, jetzt haben wir hier, wie bei Super Mario 3D World, so eine Overworld, wo du dich frei bewegen kannst. Roll and Roll oder ein Galopterus, hält gar nicht so oft. Aber ich würde sagen, für den ersten Part reicht das erstmal als Eindruck. Der zweite Part folgt dann natürlich später dann. Ah, hier kann man abzeigen. Ah, hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24 Abzeichen. Okay. Also der zweite Part folgt später. Ich versuche zwei Parts jetzt einmal pro Tag zu bringen. Damit ihr da schön viel Content habt hier für Super Mario Bros. Wonder, damit ihr genug schauen könnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum zweiten Part. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.